Wir sind in einer mehr als weirden Situation. Und damit natürlich erstmal ein Ja Moinsen, ihr Meister und Meisterinnen, und was geht, Kryptogang? Cogito ergo sum. Das bedeutet so viel wie ich denke, also bin ich, sagte schon einst der Philosoph René Descartes. Und damit mag er vermutlich recht haben, aber was denkst du, ja, wenn der Markt weirdo, goofy ass Dinge tut? Weil genau das passiert hier gerade. Und das werden wir uns heute mal Schritt für Schritt ausklamüsern und gucken, ob wir dann vielleicht ein bisschen schlauer sind. Starten, Freunde, wollen wir aber heute erstmal mit XRP, würde ich sagen, weil auch da ist ja durchaus weirdes Stuff am Start, nicht wahr? Denn Ripple hat die Klage, ich muss mein Bild hier eben kurz ein bisschen kleiner machen, Ripple hat die Klage zugleich gewonnen als auch verloren. Klingt jetzt schlimmer als es ist. Damit meine ich das kurz runtergebrochen von der SEC, also dem Ankläger, 2 Milliarden Dollar Strafe für illegalen Handel mit Wertpapieren und so gefordert wurden. Richterin Torres hat jetzt aber gesagt, nee du, das machen wir so nicht. Wir reduzieren die Strafe um fast 94% und somit hat Ripple jetzt zwar Strafe zu bezahlen, aber nur noch 125 Millionen oder so. Unserer Eins wird uns das für unser Leben das Genick brechen, was ja aber für ein Unternehmen wie Ripple Labs ein Kaffee mit Milch ist. Genau. Geht es darum, dass Ripple jetzt de facto in Sachen Privatanlegern kein Wertpapier ist? Also die Token, die von uns sozusagen auf Exchanges gekauft werden und wurden, sind keine Wertpapiere. Die Token, die Ripple aber damals im Rahmen von institutionellem Interesse verkauft hat, also an Banken und generell anderen Instituten, das sind, illegale Wertpapiere, ne? Muss keiner durchblicken, ist aber jetzt einfach gerichtlich amtlich. Und im Grunde heißt das jetzt nichts anderes, dass nach 3,5 langen, zermürbenden Jahren ist die Klage jetzt komplett vorbei. Die Last ist weg und wie ihr seht, Freunde, diese Euphorie, ja, die ergoss sich in einem Anstieg, in einer Explosion, in einem Vulkan aus, ja, 20%. Und dann war die Luft raus. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass wir fast alle mittlerweile sehr, 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 sehr müde und erschöpft von der Klauser XRP sind. Die Prozessjahre, die waren lang, liebe Freunde, sie waren zäh, sie waren trocken. Und irgendwie, wenn man sich so im allgemeinen Gefüge umguckt, hat man so kollektiv das Gefühl, dass die Luft einfach irgendwie raus ist. Was mit dem Token aber nichts zu tun hat, das möchte ich direkt dazu sagen. Das Projekt ist ja weiterhin dasselbe wie vorher. An der Idee hat sich ja rein gar nichts verändert und auch nicht an der möglichen Anwendung, die folgen könnte. Aber falls irgendjemand auf den Retail-Markt gehofft hat, der vor der nötigen Anwendung den Kurs katalysiert, der sollte, glaube ich, jetzt erstmal zumindest ein bisschen Abschied und Abstand davon nehmen, ne? Eigentlich sogar könnten wir jetzt gerade sagen, XRP ist in so eine Art Schrödingers Katzenzustand. Also wir werden genau jetzt erfahren, eben weil die Klage vorbei ist und da kein Gewicht mehr im Weg steht, ist die Katze tot oder ist die Katze lebendig? Aktuell könnte sie tatsächlich beides sein, denn jetzt hat keiner hier mehr die Ausrede, dass die Klage den Kurs zurückhalten würde oder so. Jetzt ist das Schöne, es liegt jetzt komplett in der Macht von Ripple selber, ne? Wenn sie es schaffen, dieses Feuer aus 2022 und 23 und Teilen 21, was wir für XRP übrig hatten, wieder zu entfachen, liebe Freunde, nochmal so einen Hype zu kreieren, weil eigentlich hat XRP ja wirklich die besten Voraussetzungen dafür, ne? Dann kann es losgehen. Die haben eine riesige Community, die haben riesige Bekanntheit, eigentlich riesige Beliebtheit. Die ist natürlich durch den langen Prozess und die, ein bisschen nervig und so, ist er natürlich auf der Strecke geblieben, aber auch die nötige technische Finesse für den Token an sich, ja, und die haben das nötige Geld. Also wenn sie es jetzt nicht schaffen, dann bin ich ratlos, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber auf den ersten Blick, Abschluss der Klage und 65 Cent ist die Luft raus, ist für den ersten Moment so untergeordnet, enttäuschend, ne? Müssen wir nicht drum herum reden. Nur ich sag euch, liebe Freunde, schreibt sie jetzt noch nicht ab, lasst sie jetzt noch nicht fallen. Ich zum Beispiel, ich habe gesagt, vor einem Dollar will ich so oder so nichts verkaufen. Ich weiß, die meisten gehen davon aus, dass ich mir damit voll ins... Ich sehe das schon alles. Stellen wir mal vor, der Kurs geht auf einen Dollar, ich verkaufe dann, dann werden alle wieder so tun, als wäre ich der größte Idiot und... ist mir wirklich völlig egal, ne? Aber ich habe gesagt, so mindestens einen Dollar vorher mache ich hier erstmal überhaupt gar nichts und vielleicht, ja, reißen sie bis dahin das Ruder rum und wir bauen gutes Momentum auf.
Das steht ja in den Sternen. Das wird sich über die nächsten Wochen und Monaten, jetzt mit Abschluss der Klage, wird sich das entscheiden, ja, Schrödingers Katze. Und seit XRP gegenüber jetzt erstmal neutral, will ich meinen. Das wäre, glaube ich, jetzt im Moment das Beste. Die Klage, die ist zu Ende. Der Weg steht Ihnen jetzt wirklich offen und ich denke, Sie haben die besten Voraussetzungen, um was zu bewegen. In welchem Umfang und Ausmaß werden wir dann sehen, warten wir das ab. Kommen wir zu Bitcoin und dem Markt, liebe Freunde. Ich scheine ratlos. Nach unserem Crash, den wir, denke ich, alle geil fanden, weil endlich mal was los war in den Communities, gefühlt waren alle irgendwie gut drauf, trotz Crash. Ja, das heißt, es hat sich im Markt auf jeden Fall schon einiges verändert. Der ist sehr viel erwachsener geworden. Waren alle gut drauf, alle haben gut nachgekauft und so. Haben wir den ersten Anstieg danach gesehen? Da waren wir alle noch so zu Recht skeptisch und jeder hat so Vorsicht gemahnt. Ne? Ich ja auch. Jetzt ist es aber an der Stelle langsam damit auch nicht mehr getan. Auch wenn es immer richtig ist, zur Vorsicht zu mahnen, können wir das jetzt nicht jeden Tag machen. Und dann sind wir bald bei 70.000 und sagen immer noch alle, ich traue der Sache nicht, ich werde da jetzt vorsichtig. Es ist so oder so immer das Spiel Katz und Maus. Immer. Hier sind Entitäten in diesem Markt am Werk, liebe Freunde. Wale, Market Maker, die Tag und Nacht bei egal welcher Phase nichts anderes machen als zu jagen. Das müsst ihr verstehen. Das müssen wir alle verstehen. Das betrifft nicht einzelne Phasen. Und der Job eines Analysten, der ist es ja, den Akteuren einen Schritt oder zwei voraus zu sein, nur ist das halt richtig schwer, diese Zeichen hier zu deuten. Zeichen Nummer 1, wie gesagt, wir haben den Downtrend gestern bestätigt im 4-Stunden-Chart durchbrochen mit einer richtigen God-Candle, okay? Wer zu dem Moment das Pech hatte, short zu sein, der wurde nach allen Regeln der Kunst liquidiert. So, gestern wird es sicherlich ganz, ganz viele erwischt haben und ich glaube, die Akteure, die wollen uns hier damit auf eine falsche Fährte locken. Ja, zumindest besteht die Möglichkeit. Die wollten mit Zwang diesen Breakout bestätigt aussehen lassen. Hier seht ihr, liebe Freunde, wir sind bestätigt auch über den Widerstand. Warum? Damit jetzt alle der festen Überzeugung sind, der Breakout ist valide. Dann gehen sie hier alle schön long. Das zeigt uns auch ganz klar die Long- und Short-Rate. Das ist ja das Schöne, man kann all diese Dinge, die man hier behauptet, nachgucken und validieren. Und seit gestern und heute sehen wir, sie gehen alle wieder long, liebe Freunde. Ne? Das bedeutet, im Zuge dessen haben sie die Angst von uns wieder besiegt. Ja? Das sehen wir hier schön am Fear and Greed Index, dem wichtigsten Indikator, den der Kryptomarkt zu bieten hat, von Extreme Fear zu neutral bei fast 50 Punkten in einer Nacht. Lasst euch gesagt sein, das ist nicht normal und nicht gut. Sie sind sich jetzt also alle wieder viel zu sicher und das wird sich auszahlen, indem sich dann unten, liebe Freunde, wieder schön viel Liquidität bildet, die dann bei einem verschwörerischen Plan meinetwegen, okay, in einer guten Nacht brutal weggefressen wird und erfasst wird. Das ist natürlich nur ein mögliches Szenario. Also keiner kann natürlich hell sehen, aber auch wenn es euch nervt, liebe Freunde, mir kommt das hier alles sehr, sehr spanisch vor. Dass wir ohne ersichtlichen Grund, okay, so angestiegen sind nach dem Crash. Was geht hier also ab, liebe Freunde? Ich war mir gestern sehr, sehr sicher, dass wir bei 60.000 abgewiesen werden. Das gebe ich offen zu, ich war mir 100% sicher. Weil zu dem Zeitpunkt lag hier einfach nichts an Liquidität. Dafür sollte ich auch die Liquidation Heatmap machen. Hier lag nichts an Liquidität, ja? Da war nichts Großartiges abzugrasen. Es gab keinen großartigen Auslöser. Und ungelogen 2 Stunden später, nachdem ich die Insta-Story gemacht habe, standen wir dann bei 62. Ne? Es ist super verwirrend gerade. Wladimir Putin hat wohl gestern oder vor 24 Stunden, jetzt bin ich da weg, das müsste aber hier irgendwo sein, ich hatte es bei Radar gesehen, lasst uns ein bisschen scrollen, gebt mir eben die paar Sekunden. Da haben wir es, liebe Freunde. Wladimir Putin hat wohl irgendwie vor knapp 24 Stunden das Bitcoin Mining unterschrieben. Ja, das legalisiert ist wieder in Russland, aber das wird es nicht sein. Und weil wir so viele gegengesetzte, verwirrende Zeichen haben, liebe Freunde, werde ich heute nicht sagen, was ich denke, ob 55 oder eher 65. Ich möchte keine Richtung vorgeben oder tendieren, weil die Zeichen hier mehr als verwirrend sind und ich denke, ja, das möchte ich abschließend sagen. Für heute ist jeder gut daran beraten, Swing Trade technisch oder ähnliches, was auch immer ihr vorhabt, die Füße einfach mal stillzuhalten. Ganz entspannt nichts zu machen und nochmal eben 1 bis 2 Tage auf vielleicht mehr Klarheit zu warten. Ich denke, damit ist uns gerade allen gut geholfen. Um euch die Zeit zu versüßen, liebe Freunde, machen wir jetzt mal Folgendes. Ich schenke irgendjemand von euch heute 100 USDT. Einfach mal so, liebe Freunde, als Danke für den kranken Support. Dafür möchte ich heute nur eine Sache von euch. 1000 Likes auf das Video, um ein bisschen den Algorithmus mal wieder anzukurbeln. Und kommentiert, was ihr wollt.
ganz egal, irgendwas. Hauptsache, am Ende eures Kommentares steht ein Hashtag Kryptogang. Heute um 20 Uhr werde ich den Kommentar nehmen, der die meisten Likes hat und am Ende Hashtag Kryptogang stehen hat. Exakt 20 Uhr, Freunde. Derjenige bekommt heute Abend 100 USDT von mir. Das machen wir jetzt übrigens auch mal öfter. Ich will euch gerne für den kranken Support in letzter Zeit einfach auch mal was zurückgeben. Großes Dankeschön da von mir wirklich mal an der Stelle. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr diese Community und für mich diese Arbeit und so möglich macht. Ich habe echt das Gefühl, ich lebe hier meinen Traum und das habe ich natürlich niemand anderem zu verdanken als meiner Community. Völlig klar. Weil ohne Community hast du auch keinen Influencer. Also, liebe Freunde, heute Video mal ausnahmsweise fleißig liken. Ich bin mir sicher, ich habe da Vertrauen, das kriegen wir hin. Kommentar schreiben, Hashtag Kryptogang dahinter und heute Abend um 20 Uhr ist dann Schluss und dann machen wir morgen, übermorgen oder so nochmal. Alle, die neu da sind, natürlich gerne einmal unten abonnieren, Teil der Kryptogang werden und nehmt daran teil, wenn ihr Bock habt oder wenn ihr 100 USDT haben wollt, mir egal, Hauptsache mehr Abos, liebe Freunde. Ansonsten sehen wir uns über den Tag natürlich auf Insta. Völlig geisteskrank, was gestern bei uns auf Insta los war, Freunde. Die mir auf Insta folgen, ihr wisst Bescheid. Gestern war Abriss. Gucken, was heute noch so geht, Freunde. Und dann, sehen wir uns entweder da. Und wenn ihr keinen Bock habt, mir auf Instagram zu folgen, findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung den Link zu meinem Instagram. Dann bleibt einfach hier und dann sehen wir uns zum nächsten Video, was vermutlich morgen stattfinden wird. So, lang genug gequatscht. Ich bin an der Stelle raus. Kuss für euch alle und reinhauen.